find someone who can. You know what? Stop. We'll get on it right away, sir. Aw. You would have just pissed him off more. All right. Smelly guy. Well, that could have gone better. Well, maybe we should have dragged it out. For what it's worth, I still think it was better to tell him. Yeah, maybe. Oh, Crane doesn't like people smoking and... Never mind. Smoke away. Huh. Ich würde sagen, Crane ist ein Asshole. What an asshole. Yep. That was about an 8 on the asshole scale. Asshole scale? Well, that doesn't sound right. Is he gone? Yes, thankfully. Was zur Hölle ist das denn? Haha, der Wein. Buffkin! Hello, Miss Snow. Drinking? This early? Where did you get that? It was by Mr. Rickabod's desk. Then don't you think it probably belongs to him? Maybe. Was ist das denn für ein Vieh? How are you today, Mr. Bigby? Mir geht's gut. Fine, Buffkin. Thanks for asking. Buffkin, get the books. Which books? The ones with all the fables in it. Not sure that was any more specific. Bring the first three. Be back in a few minutes. Hammer cool. Ich will auch so einen Affen haben, der fliegen kann. You know the ones I'm talking about. There's bound to be information on her here. Somewhere. We'll at least be able to get her real name from the books whenever Buffkin finds them. In the meantime, poke around. Maybe the mirror can help. I really have to get this appointment squared away, but let me know if you need anything. Okay. Ach, Laber! Die Lampe von Aladdin. Hallo? Kann ich daran reiben? Oh ja, reibe dich da dran. Komm! Reiben, reiben, reiben. Worth a try. Schade. Funktioniert nicht. Aber hier. Magic Mirror. Hallo? Wow. Kann man mit ihm reden? Hey, Magic Mirror. I got a question. What the fuck? I don't have time for this shit. Your impatience is callow. You're needlessly cruel. But have some respect for our history and rules. Mirror, mirror. If you're able, tell me all about this fable. See, is that so hard? Yeah, I'm about 2 seconds away from kicking a hole in you. There's no need for that. Fine. Mega guy. Which fable do you wish to know? The Woodsman. Show me the woodsman. Where is he? What you see is complete. The woodsman stumbles down a street. No shit. Which street? I'm sorry, Bigby. I can only show you what can be seen. Not toy. Snow? Show me Snow White. Aha, telefoniert. Not much of a request. She's in this very room. Und was macht der Affe? Show me Buffkin. Hey, put down the bottle and get to work. Still looking. Mega geil. Okay, und I don't know her name ist natürlich auch nicht so spezifisch. I don't know her name. Not yet anyway. Well, until you do, I can't help you. Na toll. Okay, dann hauen wir mal ab, halt die Klappe. Nobody right now. Very well. Please return should you wish to ask about someone else. Or someone new. Hm, da brauchen wir wohl erst den Namen. Oh, das arme Vieh.
Well, I'm sure we'll get it all cleared up. Okay. Thank you. Okay, gehen wir mal eine Runde weiter. Was haben wir denn hier noch in diesem schönen Räumchen? Ist ja noch irgendwas Spannendes. Crane. Ist ein böser in Batman. Aber sonst? So, was haben wir da? Tarot Cards. Jack brought them back from Appalachia. Who knows where they were before then. Or what he did to get them. Ha, nehmen wir sie mit. Strength. I guess it comes in all forms. Okay, können wir nicht mitnehmen. Oder? Oh, doch noch mehr. Toll. Irgendwie passt das. Und jetzt? Nächste Karte gucken. Oh. Damn. Just what the fuck is this supposed to mean? Okay, die nimmt er mit. Ja, mittlerweile schon ein paar Sachen. Aber viel kann ich damit jetzt nicht machen. Was machen wir denn mit so einer Tarotkarte, wo ich zerstochen wurde? Das war ja irgendwie, passte das ja. Erstmal der Wolf. Dann die durchgeschnittene Alte und dann irgendwas Zerstochenes? Was könnte das noch sein? So, was haben wir hier? Book of Fables. Examine. We'll start with these. Any information on fables in our community will be somewhere in these books. Ach du Scheiße. Mega geil, wie sehen denn die sieben Zwerge aus? Wer ist denn davon wer? Das ist die Schöne und das Biest wahrscheinlich, oder? Ist das der König? Ach, guck an, da ist der Frosch. Aha. Der kopflose Reiter mit. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Alter Vater, ich kenne mich mit den ganzen teilweise gar nicht aus. So, wer ist das denn hier jetzt? Der Wolf. Okay. Und das ist Schneewittchen. I'm pretty sure that's supposed to be me. Okay, und wer ist das? Die sieben Zwerge? Yeah, dwarves. Less said about that, the better. Die sehen aber richtig böse aus. So, der Woodsman, der Saufkorb. My buddy. The Woodsman? Yep. And his axe. Schau mal hier. Rotkäppchen. And the two of them. I wonder what the story was. Aber the beauty. Beauty. And happier days. Oh, und the beast. And her man. Beast. Ach, da nennen sie die drei kleinen Schweinchen. Colin and his brothers. Schön. So. Was ist das? Das kenne ich aber auch nicht, das Märchen. Wer ist das? I've seen this before. This symbol on the man's clothes, it's the same as the rings. Oh, could stimmt. Be her father or husband. This has most of the emblems of the old days and usually what family they come from. If it's in here, we'll have her name. Aha. Ich will jetzt aber trotzdem noch weiter gucken. So, wer ist das? I haven't seen Badger around for a while. He likes his privacy, I think. Wish Toad would like his a bit more. Ah, da ist Toad. Nice. Er sah aber ein bisschen abgeranzter aus in der letzten Aufnahmesession, in der ersten Folge. Ichabod Crane. Scared shitless. What's that? Your boss. His finest moment. Hard to understand how he ended up running this place. Haha. Well, maybe it's time that changed. Okay, dann haben wir jetzt hier ja alles durch. Scheinbar. Oder? Gibt's hier oben noch irgendwie was? Nee. Ja. Kopflose Reiter kann ich leider nicht anklicken. Ja, gut. So, was haben wir denn hier in dem Buch? Ach, was cool. Ich finde das mega cool.
So, was ist das? Great. What? I can't read any of this shit. I can help. Yeah. Warum kann er nicht lesen? We look out for each other. Don't overdo it. Bufkin, translate. An exquisite design from the good china of Toad Hall. Mr. Toad? He probably wrote this in himself. Aha. So, dann mal hier. Irgendein Baum. Jotunheim. Ist das nicht irgendwas von WoW? Was es hier alles gibt? Das sieht mir aber sehr... lol. Warum ist denn hier Europa drauf? Aragorn? What? Bilbo? Hä? Aha. Britannia? Albion? Der Hesse? Der Hesse, ja. Der Hesse. Kanten Toskana. Toskana ist da oben. Ich dachte, die wären mal hier unten. Okay. Da kennt man sich gut aus in Italien. Sehr gut, Jay. Ist das hier Cinderella? Und das hier ihre komische Kutsche? Daran kann ich mich da auch noch erinnern. Da ist auch der Schuh. Das würde passen. Und das ist hier ein Esel? Asinus Pellum? Ist das irgendwie so Hans im Glück oder sowas? Ach, keine Ahnung. Was sagst du über das? Es sagt Bricklebit in einer alten elfischen Hand. Was ist Bricklebit? Ein magisches Wort. Was tut es? Es macht Animals shit gold. Bricklebit. Das merke ich mir. Das werde ich jetzt ab jetzt zu jedem Tier sagen, was ich untersuchen werde in meinem Tierarzt, in meiner Tierarztkarriere, die irgendwann mal dann anfängt. Bricklebit. Dann werde ich reich. This looks familiar. Yes, from the Axe of the Woodsman, a druid blessing actually. Someone blessed that thing? I only translate. Na gut, dann gehen wir mal wieder weiter. Was haben wir denn hier? Was ist das? Schon wieder irgendein Zeichen, was ich noch nie gesehen habe. What's that? It reads, Mark of the House of the Frog Prince. Not quite who I'm looking for. Der Froschkönig, oder was? Oh, Froschprinz. Muss ja Froschkönig sein, aber... irgendwie passt das auch nicht. Die hab ich noch gar nicht gesehen. Hier können wir gar nichts anklicken. Ist das hier Sieg? Ist das hier der Drache hier? Siegfried? Siegfried und der Drache? Das kann sein. Na, dann mal hier weiter. Dann haben wir hier... aha! Da haben wir ja unser Teil. Unseren Ring. Aber hier kann ich sonst leider nichts anklicken. Na gut, was steht denn da? This is the one. Where is this symbol from? Which family or story? That's an odd one. Family name? Alelairau? I'll go look it up. Alelairau. That means every kind of fur in German. Donkey skin. Yes. What does it say? Donkey skin girl, also known as donkey skin. Also known as ass skin. prefers to go by the name Faith. Poetic? Bufkin, we don't need the commentary. The story of Donkey Skin. There was once a great king with a beautiful queen. The queen grew ill and had her husband promise to only marry the most beautiful girl in the kingdom. After a long search, it became clear that the only woman in the land that could match her beauty was... his daughter, Faith. She had a magic cloak made from the skin of her father's prized donkey that would hide her beauty so she could escape his kingdom. Eventually, she married a prince who could see past the magic cloak and knew her true beauty. And they lived happily ever after. Is she tote Faith? Mark it, Miss Snow? Yes. Please. Donkey skin. And what's her husband's name? Lawrence. Prince Lawrence. Tja, das kenne ich leider mal gar nicht. Yeah. Her name's Faith. She was married to Prince Lawrence. I mean, that's more than her name was Faith. Yeah. We should talk to the husband.
You think he did it? Tja, er könnte es sein. Wir müssen ihn benachrichtigen. But we need to let him know about his wife.